Bei uns dazu nun Dr. Klaus Wittmann, General AD. Ich grüße Sie. Ja, nun ist es so, der angekündigte Rückzug aus Cherson in den Augen von US-Präsident Joe Biden, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Russen einige wirkliche Probleme haben. Gehen Sie mit dieser Interpretation mit? Ja, absolut. Also diese Probleme in der Region Cherson, die haben sie schon lange. Und die Ukrainer haben ja seit 3 Monaten mindestens eine große Offensive zu der aus meiner Sicht unabdingbaren Rückeroberung des Gebiets Cherson angekündigt. Dann haben sie allerdings die Russen getäuscht, so als wäre der Schwerpunkt schon dort unten. Und die Russen haben ihre Front im Nordosten entblößt und die Ukrainer wussten genau, wo die schwachen Stellen sind. Dann hat sich das erstmal dorthin verlagert und sie haben dort viel Gebiet zurückerobert. Aber dass es in Cherson für die Russen brenzliger wird, das ist ganz klar. Andererseits diese Ankündigung, da glaube ich es erst, wenn ich es sehe. Und da wird ja einerseits Begründung von dem General Surowikin genannt, wir wollen die Verteidigung am anderen Flussufer aufbauen. Andere haben aber auch gesagt, wir haben Sorge, dass die Ukrainer diesen Staudamm bei Kachowka sprengen und damit das ganze Gebiet überflutet wird und die russischen Truppen eingekesselt werden. Das halte ich für Unsinn. Und das ist wieder so eine Begründung, wie Russland sie beispielsweise für die Versenkung des Raketenkreuzers Moskwa gegeben hat, um nicht zuzugeben, dass die Ukrainer erfolgreich sind. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.